Hallo Leute und willkommen zu einem kurzen Tutorial Quickie. Und zwar nur ganz kurz: Tutorial Quickie bedeutet, dass ich ein schnelles Tutorial mache, ohne groß Intro oder sonst was reinzubauen, weil es geht hier darum, die Informationen aus diesem Video direkt an euch rüberzubringen, ohne irgend anderes Zeug, weil dieses Tutorial ist wirklich nur für kurze Zeit. Irgendwann braucht ihr es nicht mehr und deswegen kommt es jetzt. So, es geht heute um die Texture Packs. Viele haben ja Probleme, ihre alten Texture Packs zu verwenden. Oder es gibt noch keine neue Texture Packs für 1.5, weil die Entwickler der Texture Packs keine Zeit hatten oder sonst was. Ihr müsst nicht verzweifeln. Es gibt jetzt ein Programm, mit dem ihr eure alten Texture Packs umwandeln könnt für die 1.5 und weiter nutzen könnt. Natürlich ein bisschen wahrscheinlich mit Fehlern, aber für vorübergehend ist das eigentlich ganz okay. So, das Programm nennt sich Converter bzw. Unstitcher. Das ist von Dynabone auf seinem Tweet gepostet worden und von The Fool im Minecraft-Forum gepostet worden. Ich werde den Link zum Forum in die Beschreibung reinsetzen und wir legen los. Ihr klickt hier auf Converter, dann lädt er eine Datei, die heißt Unstitcher-Jar runter. Diese Unstitcher-Jar ist eine Java-Datei. Entweder bei euch auf dem PC geht es so, dass ihr mit Doppelklick die Datei öffnet. Bei mir war das einige Zeit nicht so, jetzt ist es so. Früher habe ich das gemacht, indem ich Rechtsklick drauf gemacht habe und Öffnen mit und Java ausgewählt habe. Dann öffnet sich das Programm, nennt sich Minecraft Texture Unstitcher und eröffnet auch direkt den Ordner, wo ihr eure Texture Packs drin habt, also von Minecraft den Ordner. Und dann sucht ihr euch einfach ein Texture Pack aus. Ihr seht, ich habe hier schon zwei Converted. Das heißt, die alte Datei wird umbenannt in Converted minus Name des Texture Packs und funktioniert auch dann. Okay, wir nehmen diesmal mal Ovo Rustic Sois. Convert Texture Pack. Bam, bam, bam. Dauert ein paar Sekunden und dann ist schon alles converted. So, ich hatte bis jetzt immer die Fehlermeldung UItems.png und Terrain. .png have been replaced with any images. Gut, das kann sein, ist wahrscheinlich neu in den Texture Packs und müssen erstmal neu gemacht werden. Und deswegen sind die nicht im alten vorhanden und werden einfach mit irgendwelchen Bildern ersetzt. Na, okay. So, das hat jetzt geklappt und ich öffne jetzt mein Minecraft und weiter geht's. So, Minecraft wird geöffnet. Ihr seht, ich habe schon Forge installiert. Funktioniert übrigens sehr gut. Was momentan leider nicht funktioniert, ist Optifine mit Forge zusammen. Da ist die Kompatibilität leider nicht vorhanden. Man kriegt nur einen Black Screen und sonst nichts. Also entweder ihr müsst euch momentan entscheiden für Forge oder für Optifine. Beides geht nicht. Das ist natürlich schlecht für das Plugin mit diesen. Ach, jetzt fällt mir das ein. Fällt mir gerade nicht ein, das Plugin. Ihr wisst, wo das Minecraft schöner macht. So, ja, gut. Ihr seht. Ihr habt diesen Button hier nicht, ich habe den nur, weil ich den Forge installiert habe. Okay, dann geht ihr auf Options, geht ihr auf Texture Packs und hier könnt ihr euch jetzt euren super Texture Pack aussuchen. Die alten zeige ich euch mal. Wir machen jetzt hier das alte LS11 Gamer. So, ihr seht, Minecraft verändert sich, aber wenn ich jetzt in Minecraft reingehe, so. Nichts. Standard Texture Pack. Gut, jetzt gehen wir. Wir können auch. Ach so, ja, neu ist offenbar, dass man die Texture Packs direkt hier abändern kann. Dadurch, dass sie in Options drin sind, kann man sie direkt im Spiel wieder abändern. Das finde ich eigentlich klasse. So, und dann gehen wir runter und nehmen jetzt eine Converted, die hier. Ja, hab draufgeklickt. Und machen dann und dann und back to game. Und ihr seht, es hat sich alles wieder verändert und das neue Texture Pack ist drin. Und ja, eine klasse Sache. Und ihr könnt weiter euer altes Texture Pack verwenden. Ich frage mich jetzt halt, was die zwei fehlenden gewesen sind. Aber ist ja wurscht. Ja, momentan reicht es ja erstmal. Und ich hoffe, dass die ganzen Programmierer von den Texture Packs mal auf 1.5 updaten, dann braucht man den Konverter nicht mehr. So, wünsche euch noch viel Spaß in Minecraft auf YouTube und wenn euch dieses Quickie hier gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Ansonsten schaut euch andere Quickies an und ja, ein Kommentar wäre auch nett, falls ihr Fragen habt, einfach fragen. Bye bye, ciao.